Hallo Freunde des gepflegten Brettspiels, ich bin der Christoph und wenn ihr Lust auf Discover habt, aber keinen Bock auf 16 Seiten Anleitung, dann seid ihr hier genau richtig. Bei Discover erleben wir gemeinsam ein Abenteuer, bei dem wir uns als Gruppe in der Wildnis wiederfinden. Und unser einziges Ziel ist es, zu überleben, das Geheimnis dieses Szenarios zu lüften, um dann schlussendlich fliehen zu können. Und das Spannende an der Sache ist, das Ganze machen wir weder kooperativ noch gegeneinander. Das heißt, es könnte irgendwann im Spiel einen Punkt geben, wo jeder Spieler für sich entscheidet, dass einem das eigene Überleben eventuell wichtiger ist. Bevor ich mit dem Aufbau loslege, noch eine wichtige Info. Bei Discover ist ja jede Box einzigartig. Das heißt, ihr habt eine ganz individuelle Zusammenstellung aus den Karten und Material. Und das Entdecken ist ein wesentliches Element des Spielspaß. Deswegen, bei dem Aufbau, guckt am besten nicht unter die Karten. Als allererstes wählen wir natürlich ein Szenario aus. Da beginnen wir am besten mit Szenario 1. Das heißt, wir holen alle dazugehörigen Karten raus, nehmen den Abschnitt 1 als erstes, der Rest kommt weg. Jede Gruppe hat auch immer einen Häuptling, den erkennt man an dieser Marke. Der erste Häuptling wird durch einen Würfelwurf entschieden und dieser kann wechseln immer am Ende der Nachtphase, in der kann sich die Gemeinschaft beraten, ob es einen neuen Häuptling gibt. Hier ist es auch wieder so, der Häuptling hat das letzte Wort, es sei denn, alle anderen sind einstimmig. Den Nachtstapel bilden wir, indem wir erst 6 Karten der Stufe 2 mischen, das sind die roten. Und danach die 4 Karten von Stufe 1, die blauen, oben drauflegen, natürlich auch gemischt. Danach bauen wir das szenariospezifische Gelände auf. Das heißt, wir suchen uns im Karton den Bogen raus, auf dem Szenario 1 steht. In unserem Fall hier ist das jetzt die Insel. Als erstes bauen wir die Kartenstapel zusammen. Das sind einmal die Entdeckungskarten. Die werden aufsteigend einfach sortiert nach Zahlenreihenfolge. Die müssen nicht gemischt werden. Bei dem Szenario hier brauchen wir die Karten 1 bis 60. Bei den Feindkarten brauchen wir die Karten 61 bis 88 und bei den herzustellenden Gegenständen Karten 89 bis 99. Nicht wundern, da können auch Lücken drin sein. Und jetzt eine Besonderheit bei den Entdeckungskarten. Dort gibt es einen Hinweis, welche Karten nur einmal vorhanden sein dürfen. Produktionsbedingt kommen die eventuell mehrmals vor. Das heißt, ihr nehmt davon zufällig eine und die anderen kommen raus. Danach bilden wir den Projektstapel. Hierbei werden alle blauen Karten gemischt und verdeckt auf einen Stapel gelegt. Je nach Szenario braucht man eventuell auch die roten Karten. Die werden dann auf einen separaten Stapel gelegt. Für unser Szenario brauchen wir die jetzt noch nicht. Für dieses Szenario brauchen wir den Bedrohungsstapel mit den blauen Karten. Der wird auch gemischt und parat gelegt. Für das andere Gelände wird man dann den orangenen brauchen. Danach legen wir noch die geländespezifischen Plättchen parat. Und da brauchen wir auch nur die mit der Umrandungsfarbe, wie auch das Gelände aussieht. Die anderen werden noch nicht benötigt. Die werden natürlich auch gemischt, schön sortiert nach ihrer Art und die Rückseite nach oben, weil man nicht sehen soll, was denn da zufällig gezogen wird. Dann gibt es noch ein paar allgemeine Plättchen, wie diese Ressourcen, Spezialmonster, Feuerplättchen, Zählermarker. Die sind für beide Szenarien gleich, das heißt, die können wir immer draußen lassen. Das Gelände bauen wir dann so auf, wie in der Übersicht angegeben. Wichtig ist dabei nur, dass ein entsprechendes 1, 2, 3 oder 4 Geländeteil auch an dieser Position ist. Das heißt, wir haben da auch ein bisschen Zufall drin. Unser Lager bekommt dann noch das Feuerplättchen, damit wir wissen, dass es brennt. Und den Kompass legen wir auch noch oben an. Dieser gibt dann an, in welche Richtung sich ein Monster bewegt, je nachdem, was gewürfelt wird. Zu guter Letzt erhält jetzt jeder Spieler noch sein Material. Zum einen eine Charaktertafel. Auf der stellt er die Ausdauer auf so viel, je nachdem wie viel Spieler ihr seid. Bei 3 bis 4 Spieler sind das 8 Ausdauer, bei 2 Spielern 10 Ausdauer, in einem Solospiel sind es 12 Ausdauer. Jeder Spieler hält natürlich noch einen Charakter, das heißt man wählt zufällig aus dem gemischten Charakterstapel 2 Karten aus und im Geheimen wählt man sich dann einen aus. Das heißt, das Spiel möchte nicht, dass man hier beratschlägt, wer wen nimmt, das soll im Geheimen passieren. Wenn man ein Solospiel spielt, dann ist es sogar so, dass man aus 4 Charakterkarten sich einen aussucht. Jeder startet mit einer Nahrung und einem sauberen Wasser. Ebenfalls sucht er sich seine Kampfunterstützungskarten in der jeweiligen Farbe heraus. Diese werden fürs Solospiel aber nicht benötigt. Jeder Spieler zählt noch Projektkarten vom blauen Stapel.
Das sind auch wieder je nach Spieleranzahl unterschiedlich viele. Bei 3 bis 4 Spielern zieht jeder eine, bei 2 Spielern 2 Karten und als Solospieler zieht man 3 Karten. Die hält man auch vorerst erstmal geheim. Und zu guter Letzt stellt jeder seine Spielerfigur ins Lager. Und schon sind wir fertig und können loslegen. Das Spiel geht immer über mehrere Runden, in der sich Tag- und Nachtphase abwechseln. In der Tagphase sind immer die Spieler am Zug. Dabei beginnt der Häuptling und links reihum ist jeder Spieler genau einmal dran und kann dann beliebig viel Ausdauer ausgeben, um mehrere Aktionen zu machen. In der Nachtphase wird eine Nachtkarte gezogen, bei der die Überlebenden häufig essen und trinken müssen und auch sonstiges Unheil droht. Zu Ende ist das Spiel, wenn entweder alle gestorben sind, weil dann haben wir alle verloren, oder wenn uns eine Questkarte explizit sagt, dass die und die Spieler das Spiel gewonnen haben. Wie kommt man dahin? Dabei helfen uns die Szenariokarten. Wir haben immer die aktive offen liegen und unten im Text sieht man, was erfüllt sein muss, um zum nächsten Abschnitt zu kommen. In unserem Fall muss ein Ermittler den Orientierungspunkt 4 erforschen. Bin ich als Spieler dann am Zug, kann ich beliebig viel Ausdauer ausgeben und damit Aktionen machen. Ich muss aber nicht alle meine Ausdauer ausgeben, die kann ich auch für den nächsten Tag aufsparen. Grundsätzlich kostet jede Aktion immer eine Ausdauer. Es gibt aber auch Ausnahmen, die sind dann aber auf den Karten gesondert vermerkt. So, und jetzt gehen wir alle Aktionen einmal durch. Beim Sammeln interagiert der Überlebende mit seinem aktuellen Feld, auf dem er steht, und sammelt eine der Plättchen, die dort liegen. Das kann ein Umgebungs-, ein Ressourcen- oder ein Wasserquellplättchen sein. Hierbei ist wichtig, pro Aktion nur ein Plättchen aufnehmen. Ist das Umgebungsplättchen eine Ressource, dann behält er diese und legt sie auf seine Charakterkarte. Die befindet sich dann in seinem Inventar. Diese Ressourcen kann er dann später einnutzen, um zum Beispiel Gegenstände herzustellen, seinen Kampf zu verbessern oder auch als Nahrung auszugeben. Wir können aber auch auf einen Feind stoßen, dazu gibt es aber später mehr. Als dritte Möglichkeit kann hinter einem Umgebungsplättchen aber auch noch eine Entdeckung stecken. In diesem Fall sucht man die Entdeckungskarte mit dieser Nummer aus dem Stapel und handelt sie ab. Meistens wird dieses Plättchen dann abgelegt, es sei denn, die Karte sagt irgendwas anders. Die normalen Ressourcenplättchen lassen sich natürlich auch aufsammeln und werden auf die Charakterkarte gelegt und gehören somit ins Inventar. Die verhalten sich auch absolut gleichwertig wie die Ressourcen zu den Umgebungsplättchen. Das ist nur eine andere Abbildung, die sind 1:1 das gleiche. Sollte man durch einen Karteneffekt eine Ressource bekommen, dann wird sie nicht vom Feld weggenommen, sondern natürlich aus dem Vorrat genommen. Eine Besonderheit sind die Wasserquellen. Bei denen ist es so, die sind unerschöpflich. Wenn ich das erste Mal auf dieses Feld Sammeln ausführe, dann wird diese Quelle umgedreht und ich erkenne zum ersten Mal, ob ich hier ein sauberes Wasser gefunden habe oder ob es vielleicht giftig ist. So, mit dieser ersten Sammelaktion bekomme ich dann auch einmal direkt diese Ressource. Und das Schöne ist, da es ja unerschöpflich ist, kann ich auch beliebig viele Sammelaktionen ausgeben, um genauso viele Ressourcen zu bekommen. Beim Bewegen und Sammeln kann ein Spieler seine Figur auf ein benachbartes Feld verschieben. Und die Ausdauerkosten hängen davon ab, was für ein Geländetyp das ist, auf das er sich bewegen möchte. Den Wert für das jeweilige Gelände findet ihr auf dem Übersichtsbogen. In unserem Fall wäre es eine Ausdauer für Strand und Gras, 2 Ausdauer bei Unterholz und Meer und wenn man durch die Berge wollte, müsste man 3 Ausdauer ausgeben. Manchmal sind auch verschiedene Geländetypen auf einem Feld sichtbar. Hier zählt dann der Geländetyp, der am größten vertreten ist. Und da es ja Bewegen und Sammeln heißt, kann man zum Abschluss seiner Bewegung noch eine kostenlose Sammelnaktion durchführen. Also man muss keine Ausdauer dafür ausgeben. Spieler dürfen sich nicht auf verdeckte Spielplanteile bewegen. Deswegen ist es notwendig, dass wir irgendwann die Karte auch weiter auskundschaften. Und dies machen wir mit dieser Auskundschaftenaktion. Dabei darf man dann ein benachbartes Spielplanteil aufdecken. Nach dem Umdrehen werden dann Umgebungsplättchen auf die Felder gelegt, wo ein entsprechendes Symbol zu finden ist. Das machen wir natürlich verdeckt, wir wollen uns ja nicht den Spaß versauen. Sollten wir eine Wasserquelle aufdecken, wird natürlich ein entsprechendes Wasserquellenplättchen draufgelegt. Beim Tauschen können wir das mit einem anderen Überlebenden im gleichen Feld machen. Dabei können wir aber unbegrenzt austauschen. Das können Gegenstände, Ressourcen oder auch Projektkarten sein. Was wichtig ist, beide müssen damit einverstanden sein, sonst kommt ein Tausch nicht zustande. Fürs Überleben ist es auch ungemein wichtig, dass ihr Gegenstände herstellt. Das heißt, wollt ihr das machen, nehmt ihr eine Projektkarte von der Hand oder eine, die schon offen ausliegt, gebt die entsprechenden Ressourcen aus, die gehen zurück in den Vorrat. Ihr nehmt aus dem Gegenstandsstapel diese Karte mit der passenden Zahl und legt dann die Projektkarte auf den Tisch in den offenen Bereich. Danach kann jeder andere Spieler diese Karte auch herstellen. Zu guter Letzt zieht ihr dann noch eine neue Projektkarte vom Stapel auf die Hand.
Das heißt, damit kommt ihr auch an weitere Gegenstände, die ihr herstellen könnt. Den Gegenstand, den ihr hergestellt habt, legt ihr dann auch zu eurem Charakter. Der gehört auch ins Inventar. In manchen Szenarien gibt es auch diese komplexen Projektkarten, das sind die roten. Die kann man zum Spielbeginn noch nicht auf die Hand ziehen. Aber wenn man ein Projekt abgeschlossen hat und eine neue Projektkarte zieht, kann man entscheiden, ob man jetzt von den normalen oder von den komplexen Projekten eine Karte zieht. Wenn ihr Ressourcen für diese Projekte ausgibt, dann ist es egal, ob das Umgebungs- oder Ressourcenplättchen sind. Die werden dann einfach wieder in den Vorrat zurückgelegt. Auf manchen Umgebungsplättchen sind ja auch zwei Ressourcen abgebildet. Hier ist es egal, die könnt ihr natürlich auch einsetzen. Müsstet ihr aber nur eine dafür ausgeben, dann bekommt ihr als Ersatz ein Einer-Plättchen aus dem Vorrat in euer Inventar zurück. Projektkarten sind also sowas wie Baupläne, die uns erlauben, diese Gegenstände herzustellen, wenn man die entsprechenden Ressourcen hat. Dabei kann das erstmal nur der Spieler machen, der diese Projektkarte auch auf der Hand hat. Nachdem er aber diesen Gegenstand einmal gebaut hat, kommt die Projektkarte ja in den offenen Bereich. Danach kann es jeder bauen. Diese Karten sind zwar erstmal geheim auf der Hand, es ist aber nicht verboten, darüber zu sprechen. Das liegt in eurem Ermessen. Ab und zu trefft ihr auch auf Felder. Dort findet ihr kleine Nummern drauf. Die nennt man dann Orientierungspunkte. Und hier ist es so, wenn du als Spieler auf dem Feld stehst, kannst du mit der Aktion Forschen eine Entdeckungskarte mit der gleichen Nummer aus dem Stapel ziehen und abhandeln. Es gibt vier verschiedene Arten von Karten, die ihr entdecken könnt und die werden auch unterschiedlich abgehandelt. Was sie gemeinsam haben, ist immer ein gewisser Flavortext, der ist kursiv geschrieben und den sollte man auch nicht total vernachlässigen, weil es gibt schon Karten, die sich auf diesen Text beziehen und einen bestimmten Vorteil haben. Die braunen Karten, die werden einfach vom Text her sofort abgehandelt und kommen dann zurück in den Stapel. Die blauen Aufwertungskarten, die haben einen andauernden Effekt für alle Überlebenden. Sie kommen somit also in den offenen Bereich für alle sichtbar. Dann könnte man noch auf Feinde treffen, gegen die man kämpfen muss. Wie das abläuft, erzähle ich später. Zu guter Letzt kann man dann noch Gegenstände finden. Das sind Karten, die behält der Überlebende, der sie gefunden hat. Die kommen ins Inventar. Die geben dann immer einen Bonus nur für diesen Spieler. Hierbei muss man aber beachten, jeden Gegenstand, auch die hergestellten, darf man nur einmal besitzen. Das heißt, hat man den dann ein zweites Mal, muss man ihn entweder in den Kartenstapel zurücklegen oder man kann ein Exemplar an einen Mitspieler geben, der im gleichen Feld steht. Es kann auch mal passieren, dass eine Karte nicht mehr im Stapel zu finden ist. Das ist nicht so schlimm, die wird dann einfach ignoriert. Das kann zum Beispiel passieren, weil jemand anders sie schon gezogen hat oder sie durch eine andere Karte entfernt wurde. Bevor wir mit der Aktion Erholen weitermachen, gehen wir nochmal kurz darauf ein, wie man eigentlich Schaden erleidet. Das kann vor allem halt durch Kämpfe passieren oder durch Nachtkarten, die euch dazu auffordern. Und in dem Fall dreht ihr auf euren Gesundheitsscheibe einen dieser Anzeiger, der noch auf einem Herz ist, auf eine Seite mit dem entsprechenden Schaden, den ihr erleiden müsst. Es gibt vier Arten von Schaden, die man erleiden kann. Das erste ist Hunger, den erhält man vor allem, wenn man nichts zu essen hat. Durst, genauso wie wenn man kein Wasser hat. Dann die Krankheit. Das ist dann halt eine Krankheit oder eine Vergiftung. Und das letzte ist der physische Schaden, den erleidet man vor allem in Kämpfen. Diesen Schaden, den kann man auch nicht wieder heilen, im Gegensatz zu den anderen dreien. Hat man nun den Fall, dass diese drei Regler alle schon Schaden zeigen und man jetzt einen vierten Schaden zuordnen muss, was man nicht mehr kann, dann stirbt man jetzt in diesem Fall und hat das Spiel verloren. Todesopfer macht man kenntlich, indem man sie flach auf den Boden legt. War diese Person auch der Häuptling, dann muss dieses Häuptlingsplättchen jetzt an den linken Spieler weitergegeben werden. Und außerdem verliert der alle Karten, außer seine Ressourcen und die Gegenstände. Und die Ressourcen werden auf das Feld gelegt und die Gegenstände lässt er auf seiner Charakterkarte liegen, weil die können von anderen geplündert werden. Der Spieler ist dann leider auch komplett raus, er hat das Spiel verloren. Er wird auch nicht mehr als Überlebender von irgendwelchen Texten referenziert, also zum Beispiel Monster jagen ihn nicht mehr. Die anderen spielen dann einfach weiter. So, andere Spieler können dann auf diesem Feld plündern. Dafür können sie dann mit einer Aktion entweder eine Ressource oder einen Gegenstand vom Todesopfer aufnehmen. Damit es dazu aber nicht so schnell kommt, kann man als Aktion sich auch erholen. Und hier ist es so, dass man für eine Aktion, eine Nahrung ausgeben, einen Hunger heilen kann. Genauso gut kann man ein Wasser ausgeben, um einen Durstschaden zu heilen. Und man kann auch ein Medikament ausgeben, um einen Krankheitsschaden zu heilen. Aber jede Heilung eine Aktion. Und für die besonders Netten unter euch, ihr müsst nicht unbedingt euch selber heilen, ihr könnt auch einen anderen Überlebenden im gleichen Feld heilen. In dem Zusammenhang macht es auch Sinn, über das verschmutzte Wasser zu reden, weil hier verhält es sich so, man kann das genauso einsetzen wie normales Wasser, nur es birgt ein gewisses Risiko mit sich. Müsst ihr nämlich ein Wasser ausgeben und nehmt stattdessen ein verschmutztes Wasser, dann müsst ihr entweder noch zusätzlich ein Medikament ablegen, dann passiert euch nichts, oder ihr geht das Risiko ein und werft einen Würfel und bei einem Ergebnis von 1 bis 3 erleidet ihr einen Krankheitsschaden. Das macht ihr aber nur, wenn es heißt, ihr müsst das ausgeben. Nicht, wenn irgendwo steht, lege ein Wasser ab. Dann müsst ihr nicht würfeln. Fleisch anbraten dürft ihr als Aktion nur an einem Feuer machen. Und wenn ihr diese Ausdauer ausgebt, dürft ihr dann beliebig viele rohe Fleisch in eine gleich große Menge an Nahrung umtauschen.
Ab und zu kann es auch passieren, dass euch diese Feuerstellen ausgehen, zum Beispiel durch ein Unwetter. In dem Fall könnt ihr an dem gleichen Ort durch eine Aktion Feuer anmachen, so ein Feuer wieder anzünden. Dafür müsst ihr aber ein Holz ausgeben. Das Feuerplättchen wird dann wieder umgedreht. Zu guter Letzt gibt es noch Aktionen, die auf Karten vermerkt sind. Hierbei gibt es dieses Ausdauersymbol und die Zahl davor sagt aus, wie viel Ausdauer man ausgeben muss. Auch hierbei ist es natürlich wie bei allen anderen Aktionen, die darf man nur im eigenen Zug ausführen. Waren dann alle Spieler einmal am Zug, geht es in die Nachtphase. Der Häuptling zieht eine Nachtkarte und handelt sie von oben bis unten ab. Wenn man dann damit durch ist, wird sie auf einen offenen Stapel daneben abgelegt. Auf der Nachtkarte steht auch immer drauf, wie viel Ausdauer man wieder bekommt. Und hierbei ist zu beachten, dass man niemals mehr als 12 Ausdauer haben kann. Da so eine Nacht auch sehr gefährlich ist, kann es auch passieren, dass man Bedrohungskarten ziehen muss. Das passiert vor allem dann, wenn man in der Nacht nicht an einem Feuer ist. In dem Fall zieht man die oberste Karte, handelt sie ab. Manchmal steht auch Ausdauern drauf, da muss man sie zu seinem Charakter legen und hat dann halt einen andauernden Effekt. Auf der Karte selber steht dann meistens auch, wie man sie wieder los wird. Müssen mehrere Charaktere eine Bedrohungskarte ziehen, so macht man das hintereinander, beginnend mit dem Häuptling. Auf manchen Bedrohungskarten findet ihr auch das Stichwort Gemeinschaft. Und die werden nur abgehandelt, wenn ihr auch wirklich noch Mitspieler habt. Seid ihr in einem Solospiel oder alle anderen sind tot, dann legt ihr die weg und zieht die nächste. Solltet ihr mit eurem Nachtstapel irgendwann mal durch sein, dann baut ihr einfach einen neuen aus den Nachtkarten der Stufe 2. Das sind die roten. Die blauen sind dann raus und ihr mischt die und macht einfach einen neuen. So, und am Ende der Nachtphase werden auch alle abgelegten Entdeckungskarten, Feindkarten und Karten von hergestellten Gegenständen wieder zurück in ihre jeweiligen Stapel sortiert. Danach wird noch der neue Häuptling bestimmt und dann geht es auch schon mit der nächsten Tagphase weiter. Tja, und da dieser nackte Überlebenskampf nicht schon schlimm genug ist, manchmal werdet ihr auch aufgefordert, Monsterplättchen erscheinen zu lassen. In dem Fall nehmt ihr dann verdeckt ein zufälliges aus dem Vorrat und legt das auf das entsprechende Feld. Und sollte in diesem Feld auch schon ein Überlebender sein, wird das auch direkt aufgedeckt und der Kampf abgehandelt. Dieses Monster wird aber nicht erscheinen, wenn dieses Feld, was angegeben ist, zum Beispiel ein bestimmter Orientierungspunkt, noch nicht entdeckt wurde. Dann erscheint das Monster einfach nicht. Zu einem Kampf kommt es auch, wenn ein Überlebender bewusst auf ein Monsterplättchenfeld sich bewegt. In dem Fall wird das halt auch umgedreht und ein Kampf abgehandelt. Und das passiert auch, bevor diese freie Sammelnaktion abgehandelt wird. Manchmal kann es auch richtig dicke kommen, da hat man dann mehrere Monster in einem Feld. In dem Fall muss man gegen alle kämpfen und hier entscheidet der Spieler in welcher Reihenfolge. Und man hat halt so lange einen Kampf nach dem anderen, wie immer noch ein Monster in dem Feld ist. Oder halt, bis der Überlebende stirbt. Die Monster können sich natürlich auch bewegen. Das wird meistens durch irgendwelche Karten ausgelöst. Monster bewegen sich immer Feld für Feld. Und sie unterliegen auch nicht dieser Ausdauerrestriktion wie bei den Helden. Wenn es heißt zwei Felder, bewegen sie sich einfach über zwei Felder, egal welches Gelände das ist. Wenn sich ein Monster dann auf ein Feld bewegt, wo einer oder mehrere Überlebende sind, dann bleibt es stehen und löst einen Kampf aus. Hierbei entscheidet dann auch wieder die Gemeinschaft, wer denn jetzt angegriffen wird. Kann man sich nicht einigen, hat wieder der Häuptling das letzte Wort. Genau so verhält es sich dann auch, wenn man entscheiden muss, in welche Richtung ein Monster läuft, weil zum Beispiel mehrere Überlebende gleich weit weg sind. So Monsterplättchen laufen noch niemals vom Spielplan runter oder in irgendwelche verdeckte Spielplanteile. Stattdessen bewegen sie sich halt immer am Rand lang. Und sollte man auch mehrere Monsterplättchen gleichzeitig bewegen, dann werden immer erst alle Bewegungen abgehandelt und dann wird gekämpft. In seltenen Fällen können auch so Spezialmonster ins Spiel kommen. Die haben dann ein spezielles Plättchen, das von beiden Seiten gleich aussieht. Und die Besonderheit hier ist, bei Nachtkarten oder Bedrohungskarten bewegen die sich nicht. Wenn eine bestimmte Karte also sagt, dass sich alle Monster bewegen, dann sind es auch wirklich nur diese Monsterplättchen und nicht die wilden Tiere von diesen Umgebungsplättchen und auch keine Spezialmonsterplättchen. Kämpfen kann man gegen alle Feinde, wobei Feinde können entweder Monster sein oder auch wilde Tiere von Umgebungsplättchen. So, und wie kommt es nun zu einem Kampf? Automatisch passiert dies, wenn ein Überlebender im gleichen Feld wie ein Monster oder ein Spezialmonster steht. Bei Wildtieren ist es etwas anders. Gegen die wird nur gekämpft, wenn man im gleichen Feld die Aktion Sammeln ausführt. Man kann also in so ein Feld mit einem Wildtier laufen und muss es nicht unbedingt angreifen. Dürfte aber, weil diese Aktion Sammeln ist ja freiwillig, nachdem man sich bewegt hat. Genauso wenig wird man automatisch angegriffen, wenn sich ein Wildtier in dein Feld bewegt. Kämpfe laufen recht einfach ab und wenn es dazu kommt, wird erstmal die Feindkarte des jeweiligen Feindes aufgedeckt. Dort sehen wir verschiedene Werte. Die graue Zahl ist der Verteidigungswert, die rote Zahl ist der Angriffswert und die grüne Zahl ist seine Gesundheit. Und wenn wir dann so viel Schaden gemacht haben, wie er Gesundheit hat, sieht man unten, was man als Belohnung bekommt. Jeder Kampf besteht aus vier einfachen Schritten. Als erstes werfen wir die Würfel, den grauen und den roten.
wobei der graue Würfel mit dein Würfel bezeichnet wird und der rote ist der feindliche Würfel. Anschließend kann dann dieser Würfelwurf modifiziert werden. Das kann zum Beispiel durch Ausrüstungsgegenstände passieren, aber auch grundsätzlich kann man immer ein Holz ausgeben, um den grauen Würfel neu zu werfen, einen Stein ausgeben, um den roten Würfel neu zu werfen, ein Gift ausgeben, um den grauen Würfel 1 zu erhöhen oder einen Schrott ausgeben, um den roten Würfel 1 zu verringern. Den Effekt kann man jetzt beliebig häufig einsetzen, auch wiederholend. Etwas anders ist es bei Waffengegenständen. Hier fällt es sich so, dass man zwar beliebig viele Waffen einsetzen darf, aber jeden Gegenstand nur einmal pro Kampf. Im nächsten Schritt wird der Schaden zugefügt. Und hierbei schauen wir als erstes auf den grauen Würfel. Ist dieser von dem Wert gleich oder größer des Verteidigungswertes des Feindes, so erleidet dieser einen Schaden und wir halten das fest, indem wir einen Zellmarker auf die Feindeskarte legen. Hat der Feind dann schon so viele Zellmarker wie Gesundheitspunkte, zählt er als besiegt. In dem Fall ist der Kampf zu Ende und der Überlebende erhält die Belohnung. Danach schauen wir auf den roten Würfel und das passiert auch, egal ob der Feind schon besiegt wurde oder nicht. Ist dieser Wert gleich oder größer des Angriffswertes des Feindes, so erleidet der Kämpfer, also der angreifende Überlebende, einen physischen Schaden. Sollte der Feind danach dann noch nicht besiegt sein, kommt es im letzten Schritt zum Rückzug des Feindes. In diesem Schritt schauen wir auf den roten Wert und vergleichen ihn mit dem Kompass. Der sagt uns dann, in welche Richtung sich der Feind zurückzieht. Auch in diesem Fall laufen Feinde natürlich niemals vom Brett oder in unbekanntes Terrain. In dem Fall entscheidet der Spieler, in welches benachbarte Feld sich das Monster zurückzieht. Manche Karten erlauben es auch, aus einem Kampf zu fliehen. Das geht aber nur in benachbarte Felder, wo es kein Monsterplättchen gibt. In dem Fall werden einfach sämtliche Kampfschritte dann abgebrochen. Das heißt, man könnte sich auch erst einen Würfelwurf angucken und dann entscheiden zu fliehen. In dem Fall würde halt dann kein Schaden mehr zugefügt. Die Feindkarte bleibt dann einfach offen liegen und es würde auch kein Rückzug mehr stattfinden. In einem Mehrspielerspiel habt ihr noch die Möglichkeit, im Kampf zu unterstützen, wenn ihr bis zu 2 Felder weit weg von dem Kampf seid. In dem Fall seid ihr dann ein Unterstützer. Vor dem Würfelwurf dürft ihr dann eine Unterstützungskarte aussuchen. Sollte es mehrere Leute geben, die unterstützen, dann wird das Reihe umgemacht. Der Kämpfer selber sucht sich natürlich keine Unterstützungskarte aus. Wenn dann im zweiten Kampfschritt die Würfel modifiziert werden, kann sich jeder Unterstützer aussuchen, ob er den Effekt seiner Karte verwendet. Das hängt davon ab, ob da Dürfen draufsteht. Ansonsten müssen sie gespielt werden. Nach der Verwendung kommen sie einfach an ihren Besitzer zurück und können im nächsten Kampf natürlich wiederverwendet werden. Sollte der Feind dann besiegt sein, hat der Kämpfer noch die Wahl, ob er die Belohnung gegebenenfalls komplett selber behält oder auch etwas an seinen Unterstützer abgibt. Das kann auch alles sein. Als Besonderheit gibt es noch tödliche Feinde. Die erkennt man an dem Stichwort tödlich. Das bedeutet, dieser Feind trägt so viele Kämpfe aus, bis entweder er tot ist oder alle Überlebende auf dem Feld. Dieses Monster zieht sich niemals zurück und es erlaubt auch nicht, dass sich die Überlebenden aus dem Kampf zurückziehen dürfen. Wurde also ein Kampf mit seinen 4 Schritten abgehandelt, startet danach automatisch der nächste Kampf. Und sollten mehrere Überlebende auf einem Feld stehen, findet der nächste Kampf gegen den Überlebenden links neben dem letzten Kämpfer statt. Und sollte sich ein Überlebender aus einem Kampf zurückziehen, so bleibt er in dem Feld. Der Kampf wird zwar beendet, aber die nächste Kampfphase startet halt mit dem nächsten Überlebenden oder wieder gegen sich selber. Auf manchen Landschaftsfeldern findet ihr so rote Zielsymbole. Die werden von bestimmten Quests oder Gegenständen referenziert. Das heißt, um diese Karten dann abzuhandeln, müsst ihr euch auf diesem Feld mit diesem Symbol befinden. Auf manchen Questkarten findet ihr auch dieses Spieleranzahl-Symbol. Das repräsentiert die Zahl der Leute, die ihr zum Start des Spiels wart. Seid ihr also 3 Leute am Tisch, ersetzt dieses Icon einfach durch die Zahl 3. Ich habe jetzt häufiger schon euer Inventar erwähnt und das ist eine wichtige Info, denn es gibt ein Transportlimit. Ihr dürft maximal 10 Ressourcen und oder Gegenstände in beliebiger Kombination bei euch tragen. Würdet ihr das überschreiten, müsst ihr euch entscheiden, was ihr davon behalten wollt und was nicht. Wobei Questgegenstände, die müssen behalten werden. Dabei können jetzt Ressourcen einfach auf das Feld abgelegt werden, alle anderen Karten würden wieder zurück in den Stapel kommen. Umgebungsplättchen, auf denen 2 Ressourcen abgebildet sind, zählen als ein Inventarplatz. Und jetzt noch eine ganz wichtige Info zum Schluss. Es gibt bestimmte Schlüsselgegenstände. Die erlauben es, wenn man eine bestimmte Karte zieht, die das und das sagt, dass man statt dieser Karte eine andere Karte nimmt, die 1 oder 2 Zahlen höher ist. Und dabei muss man echt gut aufpassen, weil manchmal werden auch Stichwörter referenziert, die im Flavortext zu finden sind oder ein bestimmtes Symbol auf der Karte. Und trifft das ein, dann darf man sich entscheiden, ob man mit dieser Karte weitermacht oder stattdessen halt die höhere Karte nimmt. Und hier ist es auch wichtig, dass man die Zahl erhöht, die unten rechts zu sehen ist und nicht die Zahl im Text.
Das war auch schon alles an Regeln, was ihr wissen müsst, um direkt loszulegen. Klingt erstmal etwas viel, lasst euch nicht abschrecken, das Spiel läuft deutlich geschmeidiger ab, als man denkt. Und wenn ihr dann Szenario 5 spielen wollt, müsst ihr leider nochmal in die Regeln gucken. Da gibt es nämlich eine coole Änderung, in dem Szenario spielt jeder gegen jeden. So, habt ihr sonst noch Bock auf coole Regelvideos? Schreibt mir gerne in die Kommentare, zu welchem Spiel. Natürlich freue ich mich über Abo, Glocke, bla bla bla. Ihr kennt das Gelaber am Ende dieser Videos. Bis zum nächsten Mal.